Auf Instagram ist ein heftiger Streit zwischen diesen beiden Männern entfacht. Zwei Influencer, die dank ihrer hohen Reichweite viele Menschen erreichen können. Auf der einen Seite Cécile Eguadou alias Coach Cécile, der behauptet, dass die Demokratie aufgrund der gegenwärtigen Corona-Situation abgeschafft wurde. Er sagt auch, dass das Coronavirus nur ein Vorwand für die Einschränkung von Bürgerrechten und einer Massenüberwachung ist. Sein Kontrahent auf der anderen Seite ist Fitnessexperte Christoph Johannes Gerke alias Görki. Görki hält Coach Cécile für einen Verschwörungstheoretiker, der die Menschen mit seinen abstrusen Thesen gegeneinander aufbringen möchte, um sich selbst zu vermarkten. Wird solche Leute müsste man eigentlich anzeigen, die jetzt mit Populismus Geld verdienen, Traffic generieren und dann ihre Programme verkaufen. Leute aus der Ferne, er sitzt in Dubai, mit Panik, ja, und mit Verschwörungstheorien gegeneinander aufbringt. Görki, Görki, was für Verschwörungstheoretiker, die sagen, dass Bill Gates die WHO sponsert. Ha! Der Kampf um die Wahrheit hat begonnen. In diesem Video gehen wir der Psychologie von Verschwörungstheorien auf den Grund. Hallo und herzlich willkommen bei Kopf voran, Psychologie einfach erklärt. Mein Name ist Roland Gedig und heute beschäftigen wir uns mit einem sehr spannenden Thema, der Psychologie von Verschwörungstheorien. Dabei geht es weniger darum, wer von den beiden Influencern Recht oder Unrecht hat, sondern vielmehr darum, das Thema mal aus psychologischer Sicht genau unter die Lupe zu nehmen. Gehen wir zu Beginn der Frage nach, was Verschwörungstheorien eigentlich sind. Verschwörungstheorien vermischen Fakten, bauen stereotypische Feindbilder und Behauptungen auf. Dabei werden Zweifel und Misstrauen gesät gegen eine einzelne Person, Gruppen oder gegen ein ganzes System. Genau dieses Vorgehen sorgt für Aufmerksamkeit. Schließlich liegt es in unserer menschlichen Natur, Dinge anzuzweifeln und zu hinterfragen. Dadurch beschäftigen wir uns mit den Sachverhalten näher, lernen daraus, bilden uns ein Urteil und treffen Entscheidungen. Diese Vorgehensweise geschieht in unserem Alltag, aber auch in der Wissenschaft. Deswegen ist das Hinterfragen und Anzweifeln per se nichts Schlechtes. Schlecht wird es nur, wenn das Misstrauen irrational und unbegründet ist. Aber wer ist besonders anfällig für Verschwörungstheorien? Aus zahlreichen Forschungen und wissenschaftlichen Publikationen habe ich acht wesentliche Faktoren hierfür ausfindig machen können. Erstens, besonders anfällig für Verschwörungstheorien sind Personen oder Gruppen, die am Rande der Gesellschaft leben und somit das Gefühl der Ausgrenzung verspüren. Zweitens, einige leiden möglicherweise an Diskriminierung, an Angstzuständen oder Einsamkeit. Aber auch die fehlende Anerkennung sorgt für Neid, Missgunst und Misstrauen anderen gegenüber, belastet das eigene Selbstwert und befeuert den Glauben an realitätsfernen Verschwörungstheorien. Als vierten Faktor ist das Bedürfnis nach Kontrolle. Das bedeutet, die Personen, die an Verschwörungstheorien glauben oder sie verbreiten, wollen für jedes Ereignis eine plausible Begründung haben. Nichts kann zufallsbedingt sein. Also sie sind komplett zufallsaversiv und suchen dann, wenn sie keine Erklärung bekommen, nach Mustern und ziehen dann auch willkürliche Aspekte hinzu und setzen sie in Kausalität. Der fünfte Faktor ist, dass Verschwörungstheoretiker sich anderen gegenüber überlegen fühlen und sie wollen die Aufklärerrolle übernehmen. Ganz nach dem Motto, ich habe hier eine Verschwörung entdeckt und ich kläre euch auf, teilt diesen Beitrag. Dabei müssen diese Verschwörungstheoretiker gar nicht selbst involviert sein oder sie selbst gar nicht betreffen. Die Verschwörungstheoretiker denken dann eher in Stereotypen und simplen Einteilungen. Entweder ist jemand gut oder böse. Entweder arm oder reich, entweder Freund oder Feind. Dabei wissen wir alle, dass auch Dinge mal dazwischen liegen können. Also ich muss nicht unbedingt mit jemandem befreundet oder befeindet sein, sondern einfach dazwischen irgendwas. Oder auch arm oder reich. Das liegt natürlich im Sinne des Betrachters und inwieweit wir irgendwas definieren. Der achte Faktor ist, dass Verschwörungstheoretiker oder Leute, die dazu neigen,
jetzt nicht irgendeinen sozialen Status haben müssen. Oder also, dass sie nicht unbedingt Akademiker oder keine Akademiker sein müssen, sondern es ist ein Querschnitt der Bevölkerung. Abschließend lässt sich sagen, die Welt ist durch die Digitalisierung und Globalisierung näher zusammengerückt. Informationen und verschiedene Standpunkte, Meinungen erhalten wir massenhaft und in Echtzeit. Entweder über die klassischen Medien oder online über Social Media etc. Egal wo, egal wann und unabhängig von dem Medium, welches wir nutzen, ob Handy, Tablet oder PC. Doch diese Informationsflut verunsichert uns und überrollt uns. Der Kampf um die Wahrheit beginnt hier. Natürlich sind wir beispielsweise bei dem Thema Coronavirus verunsichert. Wir wissen nicht, was wir glauben sollen. Es gibt verschiedene Experten, die irgendwelche Aussagen tätigen. Ist das Virus vergleichbar mit der Grippe? Hilft ein Mundschutz? Wie tödlich ist es? All diese Fragen sind noch nicht abschließend geklärt. Ein Maß an Unsicherheit und das Hinterfragen von Theorien ist hierbei ganz normal. Schließlich weiß die Wissenschaft noch viel zu wenig über das Virus und die Zeit wird halt die Erkenntnis bringen. Dabei muss man aber auch festhalten, dass nicht jeder Andersdenkende gleich irgendwelche Hirngespinste hat. Aber möglicherweise wollen einige Personen gezielt für Aufsehen und für Unruhe sorgen, um damit Aufmerksamkeit zu generieren, um mit Schlagzeilen dann Geld zu verdienen. Wie heißt es so schön? Bad News are good news. Leider. In der gegenwärtigen Situation gilt zwar dann, Vorsicht ist besser als Nachsicht, dennoch solltest du dich von Verschwörungstheoretikern nicht verrückt machen lassen. Bleib zwar achtsam, aber auch gelassen und informiert. Was ist deine Meinung zu diesem Thema? Schreib es doch unten in die Kommentare. Deine Meinung interessiert mich sehr und falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns doch ein Like da, abonniere diesen Kanal und vielen Dank fürs Zuschauen bei Kopf voran, Psychologie einfach erklärt.